Es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. In dem letzten Part haben wir Jack Spring- oder Sprungverses Stiefel abgegeben, ohne sie einmal zu benutzen. Das war dumm. Und in diesem Part, weil wir unser Ziel schon erreicht haben von dem Diebesgut her, werden wir einfach warten, um die letzte Quest zu erhalten. Okay, vielleicht ein bisschen herumlaufen. Ich würde mal sagen, der Bote kommt, wenn dann, aus diesem Tor. Ich meinte eigentlich das andere. Aber egal. Ich bin hier am Teich, falls er mich sucht. Wunderschön. Und ich warte noch mal ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ja. Jetzt. Ich habe eine weitere Botschaft vom Graufuchs. Und ich habe eine Frage. Warum bist du im Wasser gespawnt? Der Graufuchs bittet um ein Treffen. Bitte begebt euch zu Otrelos Haus in den Elfengärten der Kaiserstadt. Okay. Mögt ihr stets Schatten finden. Moment. Ihr seht gut aus. Du hast was über Hieronymus Lex zu sagen. Er ist nun Hauptmann der Wache in Anvil. Er gehörte der kaiserlichen Wache an, bis Gräfin Umbranox ihn versetzen ließ. Er hat der Diebesgilde eine Zeit lang große Schwierigkeiten bereitet. Ja, das weiß ich auch. Ihr seid der, der das alles geschafft hat. Ja. Jeder in der Diebesgilde ist dankbar. Sehr gut. Ich mag sowas. Mögt ihr stets... Mög ich stets irgendwas sein. Die letzte Folge haben wir ja ein bisschen überzogen. Aber dafür habe ich auch eine ganze Quest geschafft. Und ich habe ein Buch vorgelesen, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich verstehe es nicht. Muss ich hier hin? Ja doch, Dulkroschuks Haus ist richtig. Ach. Na gut. Dann warte ich eben. Bis morgens. Ein bisschen länger natürlich, dass sie auch Zeit haben aufzustehen. Sehr gut. Ich darf hier sein. Moment. Ach. Ich hatte noch den freiberuflichen Diebstahl aktiviert. Und rein zufällig war der auch in den Elfengartenbezirk. Das ist jetzt natürlich doof gewesen. Ich habe neulich ein paar Schlammkrabben am Wasser gesehen. Ich habe einen großen Bogen. Otrelos Haus. Da. Ich habe euch erwartet. Und ich glaube, jetzt kommt was Lustiges. Seid ihr zu einem letzten großen Diebeszug bereit? Selbstverständlich. Das ist der entscheidende Zug. Dies ist der Diebeszug, über den noch viele Jahrzehnte geschrieben und gesprochen werden wird. Wir werden eine der Schriftrollen der Alten aus dem Kaiserpalast stehlen. Seid ihr für eine solche Herausforderung bereit? Das wird lustig. Es gibt keinen Abnehmer. Hier geht es um Ruhm, nicht Geld. Unsere Namen werden in den Sagen besungen werden. Das finde ich gut. Ich habe auch ein persönliches Interesse an dieser Schriftrolle. Was eure Belohnung angeht, vertraut mir einfach. Wenn mein Plan Erfolg hat, erhaltet ihr einen Lohn, der weitaus mehr wert ist als nur Geld. Werdet ihr es tun? Selbstverständlich. Prima. Es hat mich 11 Jahre gekostet, diesen Diebeszug zu planen. Dank Savillas Stein habe ich jetzt alle erforderlichen Informationen. Die Schriftrollen der Alten
werden im Kaiserpalast hinter einer Tür aufbewahrt, die nicht gewaltsam geöffnet werden kann. Savillas Stein hat einen Weg um diese Tür herum enthüllt. Ihr müsst den alten Weg bereisen. Es war einst der Fluchtweg der Kaiser und ist vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Wenn ihr den Eingang freigeben möchtet, schleicht euch in den Palastkeller und aktiviert das Glas der Zeit, was auch immer das sein mag. Durch die kaiserlichen Abwasserkanäle. Hier ist der Schlüssel zum Tor für diesen Teil der Abwasserkanäle. Ich selbst griff Okato in die Tasche, um an ihn zu kommen. Dank meiner Studien von Savillas Stein habe ich viele Hinweise, aber keine Details. Ich weiß, welche Gegenstände ihr dort benötigen werdet, jedoch nicht, wie die Hindernisse dort beschaffen sind. Mit den Stiefeln von Jack Sprungferse könnt ihr zu einem sonst unerreichbaren Ort springen. Gleichzeitig schützen sie euch vor einem tiefen Sturz. Der Rettungspfeil ist die einzige Möglichkeit, die letzte Tür zu öffnen. Nehmt beides mit. Sobald ihr im eigentlichen Palast seid, müsst ihr das Lesezimmer besuchen. Dorthin werden die blinden Priester die Schriftrolle der Alten bringen. Ich habe dafür gesorgt, dass die eminente Celia Camoran eine bestimmte Schriftrolle der Alten lesen möchte. Fragt mich nicht, wie ich das bewerkstelligte. Sie wird jedoch verhindert sein. Ihr werdet ihren Platz einnehmen. Sprecht nicht mit den Priestern. Sie sind blind und werden nicht merken, dass ihr nicht Celia seid, es sei denn, ihr sprecht. Als Gildemeister erlasse ich euch bereits im Voraus den Blutpreis für alle, die ihr auf diesem Raubzug töten müsst. Schön. Allerdings kann ich nicht verhindern, dass die Wache einen Preis auf euch aussetzt. Das ist nicht so schön. Ich habe es für euch in diesem Buch niedergeschrieben. Ich habe euch gewählt, da niemand besser ist als ihr. Viel Glück. Huch, Karotte, tschüss. Okay. Jetzt kam das Lustige noch nicht. Aber dafür habe ich jetzt eine super coole Quest bekommen. Die super cool ist. Und super schwer, glaube ich auch. Und für alle, die das Spiel bei mir sehen und es vorher noch nie selbst gespielt haben, merkt euch den Namen Camoran. Alle Besucher des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen. Der Rat besteht übrigens aus einer Person. Und das ist dieser Okato. Bitte respektiert den Kaiserpalast recht lang. Selbstverständlich. Nur zur Sicherheit, weil ich kein Kopfgeld haben will. Ach, Mann. Nein. Das war zwar noch nicht gefährlich von dem Dietrich-Teilen übrig her und so, aber trotzdem. Nicht laden, speichern. Danke. Nur zur Sicherheit. Weil hier Wachen herumlaufen. Da. Mist. Haltet auf. Verdammt. Okay. Jetzt weiß ich aber, wo er ist. Trank der Unsichtbarkeit für 30 Sekunden. Ja. Schicker Thron übrigens. Huch, ich kann hier drauf. Oh, und was mir da noch einfällt. Den Kettenhelm sollte ich ändern. Und die Stiefel von Jack Sprungferse. Ach, was auch immer.
Ich habe das Glas der Zeit aktiviert. Laut Graufuchs. Okay. Sollte die Tür zum alten Weg in den kaiserlichen Abwasserkanälen jetzt offen stehen. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Das Coole an den Stiefeln ist, ich kann super hoch springen. Wer hätte es gedacht bei dem Namen? Ob man mich hier oben sieht? Ach, Quatsch. Wird er da durchlaufen? Nein. Das heißt, ich kann hier jetzt rausrennen. Bitte respektiert den Kaiserpalast. Das ist cool. Hüpf, hüpf, hüpf. Denk daran. Okay, jetzt muss ich zu den Abwasserkanälen. Übrigens, das mit Glas der Zeit ist ganz schön einfach, weil es eine Sanduhr war, mit der man Zeit quasi misst. Und das ist ein Glas. Und ich weiß, was ich tun muss. Und hier unten sieht man schon die mächtigen Kreaturen, die immerhin 3 Schläge aushalten. Das ist peinlich für mich. Ich glaube, ich habe Schaden genommen. Das ist eine Handrad. Das heißt Handrad. Alter. Was war das denn für ein Ton? Das war ja gruselig. Viechzeug. Hör auf, mich zu sehen. Ihr untergrabt meine Diebesleistungen, was auch immer. Und was habe ich eben gerade gedreht? Unter dem Schlachthaus. Und hier soll ich auch hin. Aber ich schaue mir für den Rest der Runde, Folge, noch den Rest der Kanalisation hier unten an. Das ist cool, mit den Stiefeln kann ich eigentlich meine Akrobatik sehr leicht steigern, weil ich für Fallschaden Punkte bekomme, die meine Fertigkeiten erhöht. Und da ist ein Ausgang. Tor zu Hafenviertel. Und wo war ich gerade eben? Ach ja. Okay, ich hab's doch wieder vergessen. Ich springe hoch. Und das verbessert sich und ich falle runter. Und bekomme Fallschaden, was es auch nochmal verbessert. Da war ich. Und an dieser Stelle beende ich die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wo wir das große Diebstahls Gedingste, ich kann nicht reden, zu Ende bringen wir.